Moin, willkommen zum neuen Video. Was machen wir heute? Selbstgemachte Bolognese. Wir nehmen in dem Fall Spaghetti dabei. Vorweg gleich einen kleinen Tipp zu den Nudeln. Da habe ich aber im Video auch nochmal erklärt. Kippt die mal spaßeshalber nicht, wenn sie fertig gekocht sind, in ein Sieb, ja? Sondern nehmt sie aus dem Wasser auf den Teller. Ihr werdet feststellen, die kleben nicht zusammen. Finde ich persönlich eine geile Sache. Haben wir heute Morgen gesehen, ja, im Fernsehen, bei so einem italienischen Koch. Astrein. Das Gericht jetzt gleich so wird nehmen, haben wir bei dem auch gesehen und einfach jetzt 1:1 abgekupfert. Geht aber gut. Trotzdem haben wir noch einen kleinen Fehl in dem Video, weil die Frau war schnell. Zu schnell für mich. Das heißt, die hat also schon den Porree in Scheiben geschnitten, die Möhre in Scheiben geschnitten, die reinkommt, die eine Zwiebel gewürfelt, alles in den Topf getan, 500 Gramm gehacktes drauf, halb und halb. Apropos, die genaue Mengenangabe schreibe ich euch unten rein. Ja, und dann bin ich leider zu spät dazugekommen, aber ist egal. Also, dann ging es eigentlich. Darum, also dann ging es, die Bolognese zu machen, ging dann erst eigentlich los, weil Möhren in Scheiben schneiden, Porree in Scheiben schneiden, Zwiebel würfeln, kann jeder, weiß wie es geht. Wenn es euch dennoch vielleicht interessiert, wie wir es gemacht haben, dann bleibt dran und schaut es euch jetzt an. Viel Spaß! So, also wir sehen hier das Gehackte, die Möhre, die eine Möhre, also die der Porree und die klein gehackte Zwiebel sind im Topf und dann geht es hier weiter. Dann brauchen wir 2 Dosen geschälte Tomaten, a 400 Gramm, eine kleine Dose Tomatenmark, 140 Gramm. So, und dann alles köcheln lassen und immer leicht verrühren, dass das Gehackte quasi wie so krümelig wird. So, dann brauchen wir noch Oregano, Pfeffer, ja, und die geschälten Tomaten, wie gesagt, nehmen wir immer hier von Mutti, kennen aber auch die von Fatti, also ist auch nicht so schlimm, ja, davon nehmen wir dann also 2 Dosen, gut, die rein und dann, die Frau macht es immer so am Rande vom Topf und drückt die kleinen, wie ihr seht, ja, also die müssen ziemlich klein werden. Gut, dann kommt das Tomatenmark mit bei. Das waren jetzt, habe ich gesagt, ne, 140 Gramm. Das sind diese kleinen Dosen. So, jetzt würzen wir das noch ab mit dem Oregano. Also wie viel, das ist auch so nach Gusto. Ja. Dann kommt noch der Pfeffer hinzu. In dem Fall hier aus der Mühle. Und wir nehmen kein Salz, weil dann nehmen wir hier 3 Teelöffel klare Brühe. Hat wieder einen super Geschmack, ist genug Salz drin. So, ja Leute, das dann einmal umrühren und eine halbe Stunde lang köcheln lassen. Und ihr seht's, fertig. Das war der ganze Zauber. Ja? Also dann können wir jetzt anrichten. Tellerbild, sieht doch gut aus, sage ich mal. Ja? Sehr lecker. Gleich noch ein bisschen Parmesan drauf oder auch nicht. Und dann noch ein Tipp. Die Nudeln nicht in ein Sieb tun, sondern so aus dem Wasser nehmen. Hintergrund ist, die kleben nicht. Ja? Ist viel besser beim Essen, glaubt's mir. So, ihr seht das doch mal. Kamera fängt auch wieder an rumzuspinnen. Naja, ist egal. Ich krieg bald eine neue. Ja Leute, ich sag mal, wenn es euch wieder gefallen hat oder auch nicht, Daumen hoch, Daumen runter. Wir hatten noch einen kleinen Salat. Ich sag mal, ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Ralle.